Hallo Welt, da sind wir wieder. Natürlich, hier in unserem Safehouse. Ja, und nachdem wir in der letzten Folge ja eher keinen großen Erfolg hatten. Gut, wir haben etwas in die Luft gesprengt. Immerhin haben wir C4 ausprobiert und eine dieser Sprengminen. Das wende kein Mitleid an Sie. Infizierte, untote Pestbeulen, scheiß aufrechte Kannibalen-Zombies, egal. Auf jeden Fall sind es keine Menschen mehr. Ja, und eine dieser Sprengminen haben wir auch ausprobiert. Heißen die Sprengminen? Gibt es auch keine Sprengminen? Sie heißen nur Minen. Explosivladung haben wir auch getestet. Das war beides eher, naja, das hätten wir uns sparen können, aber wir wissen, dass es funktioniert. Und wir haben nichts an den Wohnungen finden können. In den Wohnungen, an den Wohnungen. Wir wollten hierhin. Diesen Punkt konnten wir allerdings nicht erreichen von den Brick Lane Wohnungen. Darum geht es jetzt zum Brick Lane Markt. Und es muss doch hier noch etwas gegeben haben. Der Brick Lane Markt ist nämlich auch nicht das, was ich so in Erinnerung habe. Hier haben wir Victoria Memorial und hier unten haben wir den Buckingham Palace. Hier haben wir nochmal den Palast Untergrund. Auch das sind alles nicht die Orte, die ich suche. Aber jetzt fällt mir gerade ein, wir können hier durch das Safehouse irgendwie laufen und dann kommen wir an diesen Ort, wo unsere erste Horde hinten war, ganz am Anfang in der ersten, zweiten Folge, in den Pilotfolgen, sage ich mal. Und da sind wir dann links irgendwo unter so, ja, durch so eine Unterführung gegangen. Da war so ein Gartenhäuschen, ein Schuppen und da waren ziemlich viele Briefe. Hinten war eine Tür, die verriegelt war, da kamen wir nicht durch. Und da wäre ich jetzt ganz gerne mal hingekommen. Vielleicht... Nein, wir gehen erstmal zum Brick Lane Markt. Ja, aber da ist überhaupt nichts, da waren wir ja auch schon. Das ist ja gerade das Problem. Okay, wir machen mal einen kleinen Abstecher zu dem Ort, den ich gerade sagte, von dem ich gerade erzählt habe. Dann müssen wir nicht hier durch, dann müssen wir nämlich hier durch. Und das kann man gar nicht schließen. Und dann verlaufen wir uns jetzt erstmal wieder hier im Untergrund ein wenig. Geschlafen haben wir, ausgeruht sind wir, bewaffnet sind wir mit unserem guten alten Cricket-Schläger. Den Baseball-Schläger würde ich am liebsten hier lassen. Ich weiß, ich mag Baseball-Schläger normalerweise schon, aber sollen wir den nicht auch hier lassen? Wir müssen den nochmal ausgiebig testen. Ich habe den Eindruck, dass der Cricket-Schläger einfach besser ist. Ich fühle mich auf jeden Fall besser damit. Es fühlt sich echter an. Der Baseballschläger ist nicht schlecht, er sieht hammermäßig aus, aber wer hat denn hier die ganzen Barrikaden wieder entfernt? Wir hatten doch hier alle Türen verbarrikadiert. Das hat einer abgemacht. Naja gut, dann lassen wir es. Dann lassen wir es mit dem Verbarrikadieren, das machen wir nur, wenn wir angegriffen werden demnächst. Aber wir hatten sowieso zu viel im Inventar, also von daher... Mussten wir die Bretter sowieso loswerden? Naja. Genau. Da gehen wir jetzt durch. Geöffnete Türen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so interessant. Ein leerer Koffer. Ich denke mal, das könnte es gewesen sein. Diese Tür hier. Da kommen wir, glaube ich, nach draußen. Und da steht auf der Karte unten Brick Lane. Kann man das nicht drehen? Brick Lane Markt. Ich glaube, das ist es auch. Ich höre irgendwo so ein Pochen und Klopfen. Das wird wohl unser Herz sein. Das läuft aber unrund irgendwie. Wollen wir hier rein, dann da runter? Wir können auch direkt hier runter. Immer erst schön umgucken. Ja genau, der Ausgang. Da ist der Ausgang. Hier ist auch noch eine Tür, aber da kommen wir nur wieder zurück. Laut Karte.
Denn es ist ja so, wir wollen nicht nur zu den Tower of London. Zum Tower of London wollen wir nicht nur. Nein, wir wollen ja auch diese Briefe finden. Ach, das habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Erst einmal umgucken, ob hier jemand ist. Oh, ein Vogel. Ja, wir können, wo wir schon mal hier sind, Moment, wir scannen vorsichtshalber mal. Hier müsste alles leer sein. Wir haben hier schon, ein Infizierter ist da schon wieder auf dem Boden und da hinten sind hoffentlich diesmal keine mehr. Naja, die beiden Infizierten, von denen wollen wir uns nicht gerade überraschen lassen. Also, Saft haben wir hier, na gut. Da drüben ist wieder einer. Ja, irgendwo. Die können ja über Mauern klettern und so. Von daher. Oh, da sind doch noch mehr. Zu viele. Dann holen wir uns mal den Saft. Und kümmern uns erstmal um die, die hier schlafen. Oh. Erstmal um den hier. Der war schon. Der war nicht mehr. Sicher ist sicher. Ich möchte nicht in den Rücken gebissen werden gleich. Auch wenn ich es noch so gern hätte, aber nicht. Nicht von denen. Wie, wer lässt sich denn gerne in den Rücken beißen? Ich weiß, ich denke nicht immer nach, wenn ich rede. Das kommt einfach manchmal so aus mir raus. Ganz genau. Einer nach dem anderen aber bitte. Hier ist eine Laterne. Vorsicht, nicht stolpern, genau. Der hält wieder nicht so viel aus, was? Tierfleisch? Infizierter, leerer Infizierter. Hilft alles nichts. Oh nein, der ist im Garten. Kommt der da raus? Oben leuchtet aber auch noch was. Och, hält der wieder was aus. Container leer? Ja, wir können ja gleich mal probieren, ob das mit dem C4 noch irgendwas bringt jetzt. Schokolade liegt da oben. Da hat jemand Schokolade hingelegt für uns. Also das scheint mir doch vielleicht ein Köder zu sein. Leere Koffer und auch hier liegt diesmal nichts drauf. Aber gut, wir gehen weiter. Da drüben war doch auch nochmal ein Eingang zum Safehouse oder so etwas. Was gab denn vorhin schon wieder so ein Geräusch? Das waren wieder Vögel, oder? Haben wir? Nein. Haben wir C4 noch dafür? Ach, haben wir. Das war laut. Wenn einer in der Nähe war, der hat es gehört. Da oben läuft schon einer. Das war ein Infizierter mit der Schokolade und ich wäre da beinahe hingelaufen, um die Schokolade zu holen, weil da oben doch auch mal Leuchtraketen waren. Schrotgewehrmunition, der hat zwei Sachen. Achso, eins liegt wahrscheinlich da irgendwo. Oh, da ist... Psst, da ist einiges. Sollen wir rauf? Oder sollen wir warten, bis er runterkommt? Wir gehen mal rauf. Hallo.
Hält es nicht an der Tür vorbei. Das ist eine Falle. Mama mia, halten die immer viele aus. Nicht an der Tür. Der will uns dahin locken. Da kommen bestimmt dann 3 Stück um die Ecke. Oh, die Scheibe ist kaputt. Tut mir leid. Wir sind aber nicht haftpflichtversichert, also von daher kommt ihr selbst für den Schaden auf, oder? Wir lassen unsere Visitenkarte nicht da, oder doch? Ja, wir wurden überhaupt nicht richtig getroffen und unser Platz ist schon wieder belegt, alles. Ja, man findet zu viel. Das ist das ganze Problem hier. Tierfleisch, Tierfleisch, da brauchen wir nicht hin. Pistolen, Munition, ja, aber wir haben so viel, wir können gar nichts mehr tragen. Selbst das können wir gar nicht mehr mitnehmen. In den infizierten Container können wir auch nichts werfen. Dann werfen wir lieber die Schokolade weg und nehmen das mit, was er da hat. Ein Schuss, der belegt jetzt einen Platz bei uns. Ist hier vielleicht noch ein Brief gewesen? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß, wo wir hinwollen. Aber erstmal gucken wir jetzt, was haben wir da unten freigeschaltet. Moment, da ist doch wieder irgendetwas. Da leuchtet. Infizierter, auch das noch. Und er bewegt sich, er lebt. Lebendiger Infizierter, na dann viel Spaß. Ich wollte jetzt mal ganz locker hier reingehen und... Ach so, das ist unsere Schokolade, die wir weggeworfen haben. Und gucken, was da ist. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, nicht, dass der uns in den Rücken fällt. Och, der ist da direkt am Safehouse. Gleich rein, hoffentlich. Infizierter, ja, der könnte aber... Sind da Briefe? Dies Briefe! Ja, da mussten wir sogar hin. Haha, wir kommen weiter. Ja, manchmal ist das gar nicht so falsch mit C4 hier durch. Oh, Moment. Oh, unten durch... Wer steht hier ums Eck? Niemand. Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Dies Briefe. So eine Verbesserung. Ein Molotow-Cocktail können wir nicht mehr nehmen. Schade. Es geht manchmal nicht alles. Finden wir hier sonst noch etwas? Molotow-Cocktail, da werfen wir doch lieber eine Schokolade weg, meine ich. Oder den Saft. Können wir den nicht trinken? Das wäre nicht ganz so schlimm wie wegwerfen. Der Saft ist klein. Die Schokolade ist klein. Beides ist klein. Naja, dann nehmen wir den Saft, behalten wir. Also haben wir jetzt, dadurch, dass wir das C4 geholt haben, haben wir mehrere Ladungen C4. Oh. Leer? Na, wird der andere auch leer sein. Jep. Oh, hoppla. Nicht so schnell. Waren wir das? Oder... Nur, die haben keine Köpfe mehr, das waren wir. Die hat ja gar keine Schuhe an. Oder der... Das. Und die ganzen Infizierten, die hier rumliegen, das waren wir, aber eigentlich dürften die dann gar keine Köpfe mehr haben. Was?
Moment. Da erhebt sich was. Aha. Komm ruhig her ins Licht. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Licht. Oh, der hat eine Mütze auf. Das ist nicht gut. Der ist doch leer, oder? Ja. Leer. Pistolenmunition können wir nicht nehmen. Die Leuchtrakete können wir nicht nehmen. Aber wir könnten doch mal eine ausprobieren und dort hinten hinwerfen. Ja, aber wozu? Naja, damit wir sie los sind, wir werden noch was einsammeln wollen gleich. Da. Einer lebt. Verbrennt er nicht? Oh Mann. Ah, auch er hat einen Hut aufgehabt, eine Mütze. Das sind die Gefährlichen, die mit der Mütze. Ach, da bekommen wir unsere Leuchtfackel. Die Leuchtrakete sofort wieder. Am besten, wir rennen hin und hauen gleich auf den Kopf. Da die da liegen, die... Sonst stehen die nachher auf und... Der hat gar keinen Kopf mehr. Warum ist das so? Ach so. Darum ist es so dunkel. Wir haben unsere Funzel nicht angehabt. Okay, die Munition hätte ich ja schon ganz gerne. Vier Schuss? Naja, gut, können wir jetzt nichts machen. Obwohl, wir können was anderes wegwerfen. Irgendwas, was nicht so wertvoll ist. Den Baseballschläger. Oh, das ist nicht gut. Den Saft, können wir den nicht trinken? Den holen wir später ab. Ich meine, vier Schuss sind vier Schuss. Das... kann uns dann vielleicht irgendwann schon mal den Kragen retten. Wenn wir so weit kommen, natürlich nur. Ja, da ist wieder was. Wobei ich auch überhaupt nicht sicher bin, ob wir jetzt die ganzen... Dinger nochmal ablaufen müssen. Die hatten wir ja schon gescannt. Einer? Das ist aber ein sportlicher. Das geht gar nicht. Ich glaube, unser Cricket-Schläger ist schon kaputt. Der hat immer noch seine Mütze auf den Kopf. Das konnten wir noch stapeln. Immerhin. Ich weiß gar nicht, wollte ich noch sagen, ob wir die ganzen Orte nochmal ablaufen müssen. Das ist das gar nicht. Da ist ein Ziel vor Augen, haben wir das schon, aber... Das ist das auch nicht. Da kommen wir nicht rein, oder? Bisher war es doch immer so, dass die Zahlen irgendwo angeschrieben waren. Naja, auch nicht immer. Hier zum Beispiel nicht. Hätte ja sein können. Oh, der Teddy. Ganz allein sitzt er hier und wir können ihn nicht mitnehmen. Ja, wir sollen hier rein, aber wie oft sollen wir denn diesen Brief da noch scannen? Und dieses hier, 7-3 hätte ich ja gesagt, 7-3. Keine Ahnung, 1C, aber es gibt kein C auf dieser Tastatur. Haben wir keine größere Karte?
Na gut, wir haben wenigstens einen Brief von D haben wir bekommen. Nein, wir haben keine. M geht nicht, keine größere Karte. Den Brief haben wir. Vielleicht doch am Supermarkt? Vielleicht müssen wir doch zum Supermarkt nochmal? Da gab es ja im Supermarkt dann doch nachher einen Durchgang. Vielleicht können wir hier rüberspringen? Nein. Nur plündern. Ja, im Supermarkt fällt mir ein, da war ein Durchgang. Vielleicht kommen wir damit. Oh nein, die Glocken schon, die läuten. Und das war aber nur dreimal jetzt. Warum Ausgang? Hätte da nicht Eingang stehen müssen? Ich erinnere mich auch gar nicht daran, dass wir, wenn wir zum Safehouse sind, dass wir unten durchkriechen mussten irgendwo. Wahrscheinlich haben wir die falsche Tür genommen und sind jetzt direkt am... Wir sind direkt am Ausgang, oder? Ich denke, mit dem Cricket-Schläger fühle ich mich besser, den Baseball-Schläger, auch wenn er angeblich besser sein soll, den werden wir jetzt erstmal wegschaffen. Wir können sowieso nur eine Waffe immer benutzen. Geht von selbst zu. Ja, das mit dem Glockengebimmel, das hat mich jetzt doch irgendwie stutzig gemacht. Am Ende sollen wir jetzt doch schon am Tower sein? Läuft da was auf Zeit irgendwie? So, 5 Plätze haben wir hier also noch frei. Da packen wir die Munition rein. Und einen Molotow-Cocktail. Den Baseballschläger eigentlich. Ja, ich habe das Gefühl, der ist etwas... Der ist etwas langsamer. Ich kann mir nicht helfen. Ich mag den Cricket-Schläger. Ja, komm, weg damit. Kuchen? Was haben wir denn noch, was nicht so gut ist für Kuchen? Nur Kuchen. Ja, das soll doch dann gut sein, so wie wir es haben. Ja, dann sollen wir uns hier nochmal ausruhen. Nichts zu machen hier. Ja, wir können ja nicht alles einsammeln. Hier ist noch... Am Brick Lane Markt, das Fragezeichen, das werden diese Zahlen sein, die wir da gesehen haben durch den Scanner. Ansonsten Brick Lane Markt, da haben wir ja, die Waffen haben wir alle gefunden
oder die Munition vielmehr. Schrotgewehrmunition mussten wir zurücklassen, Pistolenmunition mussten wir zurücklassen, Energy Drink mussten wir, konnten wir, ja, haben wir auch da gelassen irgendwo? Ja, wir machen das so. Hier können wir auch nichts verbessern. Wir werden dann... Was sagte ich gerade? Wo wollten wir hin? Ach so, zum Supermarkt. Ja, richtig. Das werden wir in der nächsten Folge dann machen. Aber ich finde das jetzt ein bisschen gruselig. Immer noch hier. Also in der nächsten Folge geht's weiter zum Supermarkt. Wir haben einen Brief gefunden. Immerhin, ich darf mich bedanken an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.